Bei PSG gegen Bayern hat es so richtig geknallt. Und das nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen. Dort hatte sich nämlich ein Bayern-Fan in den Block der PSG-Ultras geschlichen und wollte da das Spiel sehen. Klingt nach einer schlechten Idee, war es auch. Sobald einige der Pariser Fans herausfanden, wer sich bei ihnen im Block befand, attackierten den Fan laut eigener Aussage bis zu 40 Ultras und zerrissen dabei auch noch sein signiertes Bayern-Trikot. Mit ordentlicher Hilfe der Sicherheitskräfte konnte glücklicherweise Schlimmeres verhindert werden und der Fan landete auf der für ihn sicheren Seite. Das hätte aber auch ganz übel ausgehen können.